Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Renowned Explorers. Wir befinden uns immer noch in der ägyptischen Wüste und hatten gerade mal so ein paar nette Skorpione platt gemacht. Und ich versuche jetzt natürlich in die Oase zu kommen, damit wir hier ein bisschen weiterkommen. Mal gucken, was uns jetzt hier begegnet. Oh, the crew finds nothing of interest in this area. Toll, ich finde hier nichts Interessantes. So eine Sauerei. Mensch, Leute. Ich versuche doch hier ein bisschen Party zu machen. Okay, travel costs 2 supplies. Trader is here. Da ist ein Händler, den wollen wir natürlich gern besuchen. Okay. The shopkeeper welcomes you and asks, how can I help you? Der Verkäufer begrüßt uns freundlich und fragt uns, wie kann ich Ihnen denn helfen? Ich möchte natürlich gerne erstmal 4 supplies kaufen für ein Resolve. Ich denke mal, bei insgesamt 6 Resolve können wir uns das leisten. Dann habe ich wieder 12 davon. Look at the equipment on sale. Okay, gucken wir doch mal. Oh, das ist alles teurer, als ich habe. Scheiße. So ein Mist. Okay, dann halt nicht. Das ist ja doof. Okay, dann verlassen wir mal den Shop. Mit so wenig Geld kriegen wir hier natürlich nichts gekauft. Unexplored. Mal gucken, was ich hier so machen kann. Es wäre natürlich lustig. Hier gibt es entweder einen Encounter oder ein Witz-Challenge oder eine Technik-Challenge. Schauen wir doch mal, was wir hier reißen können. Okay. A group of scorpions are waiting in the desert for some prey. More importantly, amidst the scorpions is a bag full of golden coins slowly drifting away in the quicksand. Yvonne contemplates the possibilities. Wir entdecken eine Gruppe von Skorpionen, die darauf warten, dass irgendwelche Beutetiere vorbeikommen. Aber das eigentlich Wichtige an der Sache, bei den Skorpionen liegt ein Beutel voll mit Goldmünzen, die leider gerade so langsam im Sand verschwinden, was natürlich so ein bisschen blöd wäre. Und Yvonne darf sich jetzt überlegen, welche Möglichkeiten wir haben. Also entweder kann ich jemanden die Skorpione ablenken schicken oder jemand könnte in die Nähe schleichen, um zu gucken, wie man den Beutel kriegt. Oder wir könnten natürlich die Skorpione platt machen. Aber ich denke mal, ich probiere es mal mit Sneaking. Sneaking by seems like a safe option, although you might not be in time to save all the coins. Who will do the sneaking? Okay, also, sich dorthin zu schleichen scheint eine gute Option zu sein, eine sichere Option, aber es könnte passieren, dass ich es nicht schaffe, alle Münzen zu kriegen. Wer soll denn hier rumschleichen? Und das wird natürlich Yvonne tun, denn sie ist ein Rogue. Ja, sehr schön. Great! Yvonne manages to sneak past the scorpions and fetch most of the gold before it disappears into the quicksand. Once Yvonne returns, the crew quickly moves away from the scorpions. Wunderbar! Yvonne schafft es, sich hinter die Skorpione zu schleichen und sammelt die meisten der Goldmünzen ein, bevor das im Treibsand verschwindet. Als Yvonne zurückkehrt, geht natürlich die Entdeckergruppe schnell von den Skorpionen weg. Und 3 Collect kriege ich und 1 Campaign. Auch das ist doch schon mal schön. Wir brauchen Gold! Ganz dringend. So, was haben wir denn hier Cooles? Hier könnte es natürlich Gold geben und es gibt eine Athlet, Naturalist oder Survivalist Challenge. Das ist cool. Ich denke mal, das werde ich auf jeden Fall machen. Denn wir haben ja einen recht starken Survivalist mit dabei. Was ist denn das? A ravine. You might find something useful at the bottom. Someone can climb down, but doing so in the searing heat will cost supplies. Okay. Ravine. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber offensichtlich ist das irgendwie etwas im Boden. Keine Ahnung, ein Loch, whatever. Also wer es weiß, schreibt es mir bitte hier in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Aber das Wichtige für uns ist, dass wir Kiwi dort reinschicken können. Es wird uns 1 Supply kosten, weil es so furchtbar heiß ist, braucht sie natürlich extra Verpflegung. Aber mal gucken, das sollte sie auf jeden Fall schaffen.
Woo! A great job! Kiwi climbs down skillfully and finds something convenient. Entweder a rare desert flower oder a set of gems. Okay. Super Arbeit. Kiwi klettert sehr kenntnisreich dort nach unten und findet natürlich auch etwas Brauchbares. Entweder ich nehme eine seltene Wüstenblume mit oder eine Menge Juwelen. Und ich nehme natürlich die Wüstenblume mit, denn wir möchten Study haben. Bam! In your face! Okay. So, wir gehen jetzt zu diesem Unexplored, was auch immer es sein mag. Das sieht sehr interessant aus. Irgendwie so ein komischer Hügel mit irgendwas obendrauf. Mal gucken. Wir werden es sehen. Zwei Supplies. As you walk through the vast, boring desert, you suddenly see an unusual red sandhill. The crew walks towards the foot of the hill to see if there are any answers. Oh Gott, mein Englisch. Also, während ihr durch die weite, langweilige Wüste lauft, seht ihr plötzlich einen überraschenderweise roten Sandhügel. Die Crew geht natürlich zum Fuß des Hügels, um dort nach irgendwelchen Antworten zu finden. Also ich meine, ist ja schon etwas strange. Roter Sand und so. So. Climb to the top of the hill. Wir klettern da natürlich nach oben und gucken. You make the climb to the top, where you are shocked to see a giant sunflower-like flower on the top of the hill. You get a strange vibe from the flower. Also, ihr schafft es tatsächlich, bis zum Gipfel dieses Sandhügels zu klettern und stellt schockierenderweise fest, dass da eine Blume zu wachsen scheint, die irgendwie aussieht wie eine Sonnenblume. Und ihr bekommt ein etwas seltsames Gefühl von dieser Blume. Und ey, natürlich, wir werden diese Blume untersuchen. What? Okay, die Gesichter der Damen sind sagen schon alles. Fuck. You examine the giant leaves and the giant seeds of the sunflower. The smell around the flower is very nice and sweet. Agatha tries to pull out one of the seeds to see if it is edible. Suddenly the flower starts shaking heavily and you are swallowed by the flower. Alter Schwede. Also, ihr untersucht die großen Blätter und die riesigen Samen der Sonnenblume. Der Geruch um die Blume herum ist sehr süß und angenehm. Agatha versucht, eins der Samenkörner rauszuziehen, um zu gucken, ob man es essen kann. Plötzlich fängt die Blume ganz heftig an zu beben und wir werden von dieser Blume erstmal verschluckt. Meine Güte, wie groß muss die verdammte Blume sein? What? Okay. Ha, sehr geil. You are being pulled into the hill. Things get a bit vague now. The vine suddenly lets go and you find yourselves in some sort of organic room. The room is lit up by glowing algae. Ihr werdet in den Sandhügel reingezogen und die Dinge werden jetzt ein bisschen seltsam. Die Ranke lässt euch plötzlich gehen und ihr befindet euch in einer Art organischem Raum, der von glühenden Algen erleuchtet ist. Und ich kann natürlich die Algen studieren und versuchen, da rauszukommen. Und ich möchte natürlich die Algen studieren. There are no ordinary algae. They produce a night glowing light with which make life underground possible. Okay, das sind keine normalen Algen. Ich glaube mal, Algae sind schon Algen, oder? Ich hoffe es mal. Sie verströmen ein schönes, glühendes Licht, das das Leben unter der Erde möglich macht. Erstaunlich! Okay. Yvonne looks around and notices some dead bodies leaning against some organic spikes. Also that these spikes are slowly closing in. The longer you stay in here, the harder it will become to it will be to escape unharmed. So. Okay. Yvonne schaut sich in der Gegend um
und stellt fest, dass es hier in der Gegend einige tote Körper gibt, die gegen organische Dornen gelehnt sind. Und diese Dornen bewegen sich so langsam raumeinwärts. Je länger man also hier bleibt, desto schwieriger wird es, hier unverletzt rauszukommen. Okay. Meine Güte. Das finde ich jetzt so ein bisschen ungesund. Okay, ich guck mal die Chancen an. 30% Naturalist, 25% für Scouts in der Crew, 30% für einen Quickthinker und 30% Grundchance. Also ich habe noch eine Chance, ein bisschen rumzugucken. These bodies look digested by the flower. It seems the flower eats any kind of life to survive. You search the bodies and find some old but valuable equipment. Aha. Also, diese Körper sehen aus, als wären sie von der Pflanze in irgendeiner Form verdaut worden. Es sieht so aus, als würde die Blume so gut wie alles von Lebensartige verspeisen, um überleben zu können. Wir gucken uns also die Leichen an und finden tatsächlich altes, aber wertvolles Equipment, also Ausrüstungsgegenstände. Super, wir kriegen Collect. Eieieiei, okay, jetzt wird's schon langsam ein bisschen. Jetzt wird schon langsam ein bisschen unschön. Ach je, okay. The spikes are getting pretty close now. Everyone is looking for a way out when Agatha spots a beautiful and probably rare orchid. What an amazing sight. Agatha wants to take it. Is it worth the danger of being digested? Digested? Oh God. Also die Dornen kommen immer näher und richtig nah so langsam und jeder in der Gruppe schaut etwas verzweifelt nach einem Ausweg. Wenn Agatha eine wunderbare und höchstwahrscheinlich sehr seltene Orchidee entdeckt. Was für eine tolle Sichtung, und Agatha möchte das Ding natürlich mitnehmen. Ist es das Risiko wert, eventuell verdaut zu werden? Und oh je. Also ich fürchte, es wird langsam ein bisschen ungesund. Aber ganz ehrlich, ich nehme diese Orchidee mit. Wir verlieren im Zweifel nur Supplies und ein Resolve. Gewinnen aber natürlich Study, und das wäre natürlich eine coole Sache. The orchid looks even more beautiful close, up close. Agatha carefully picks up the orchid along with some earth and takes it with you. Okay, also diese Orchidee sieht noch schöner aus, wenn man nahe dran ist. Und Agatha nimmt sie ganz vorsichtig hoch mit so einem kleinen Erdbollen an der Wurzel. Und nimmt natürlich die Orchidee mit. Splendid. Und wir haben das Ding als Treasure gefunden. Sei saugeil. Und get out. Na klar. Yeah. Super. Red Hill Orchid mit 200 Renown. Das hat sich gelohnt. Super, super geil. Wow. Das ist klasse. Und als Effekt kriegen wir hier plus 2 Study whenever you enter a nature challenge for the first time. Das ist recommended, und ja, das werden wir auf jeden Fall nehmen, denn Natural Challenges mache ich natürlich doch recht viele. Also jedes Mal, wenn ich so ein Ding zum ersten Mal betrete, kriege ich 2 Study dazu. Klar, das nehmen wir. You have no room left to stand next to one another. Time to get out. Also jetzt ist es richtig eng geworden. Wir haben eigentlich keinen Platz mehr, nebeneinander überhaupt noch zu stehen. Zeit, hier rauszukommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde sterben. Ja, nein, 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 bitte. Wow. Uff. Oh Gott, oh Gott. Glück. Jesus Maria. The spikes keep getting closer and closer, but after some intense searching, you find a weak spot and escape just in time. The only damage done is some sand in your eyes. Wow. Also, die Dornen kommen näher und näher, aber nach einer intensiven Suche finden wir tatsächlich einen schwachen Punkt und können gerade noch so entkommen. Der einzige Schaden, den wir dadurch erleiden, ist, dass wir ein bisschen Sand in unseren Augen haben. Wunderbar, wir machen weiter. Wow. Wir stehen
Am Fuß des Hügels, also you stand at the foot of the hill and take a look back at the amazing flower. Also, wir gucken dann gerade nochmal hoch zu dieser Blume zurück und sagen uns, wir gehen jetzt weiter, genug erkundet. Wir haben das Geiste aus dem Ding rausgeholt. Meine Herren, das war eine Nummer hier. Okay, mal schauen. Ich würde ja natürlich gerne noch versuchen, hier in irgendeine Oase reinzukommen. Das heißt, ich werde diese Nature Challenge hier noch machen. Boah, Alter, das war knapp. A vast open piece of desert without a single spot of shade stands before you. Kiwi spots a rock formation miles ahead with a looking glass, probably containing valuables. However, nobody feels like braving this exhausting sea of sand. Okay. Ein sehr weites, offenes Stück Wüste ohne irgendeinen Punkt, an dem man irgendwie Schatten kriegen könnte, liegt vor unserer Gruppe. Aber Kiwi entdeckt mit einem Fernglas viele, viele Meilen vor uns eine Felsformation, die vielleicht irgendwelche wertvollen Dinge beinhalten könnte. Aber irgendwie hat niemand aus der Gruppe so richtig Bock drauf, dorthin zu reisen, weil der Weg dorthin dürfte ziemlich, ziemlich erschöpfend sein. Okay, ich kann es jetzt natürlich gucken, ob ich das schaffe. Kiwi tries to endure the desert to get to the rocks. Und mein Risiko wäre, dass ich einen Supply verliere. Mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall probieren, klar. Komm, Kiwi, du schaffst das. Komm, komm, komm. Nein, 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 scheiße. Ach, verdammt. Ah. Kiwi has collapsed somewhere on the way to the rock formation. The crew saves Kiwi with great difficulty, but they're going to leave this particularly searing piece of desert for what is it? It is. Also, okay. Also, Kiwi bricht auf dem Weg zu dieser Felsformation irgendwo zusammen und es gelingt der Crew natürlich, sie unter größten Schwierigkeiten einzusammeln, aber sie lassen diesen echt fiesen Teil der Wüste schlicht jetzt zurück. Weil es ist viel zu gefährlich, den irgendwie zu durchqueren. Verdammt. Ah, ich kann endlich eine Campfire-Story machen. Das finde ich sehr cool. Da freue ich mich natürlich. Was kriegen wir denn hier Schönes? Oh. Ich kriege hier entweder mehr Gold aus Collect und Treasure Hunt raus. Das wäre natürlich nicht verkehrt, denn momentan haben wir recht viel Collect geholt. Ich würde mehr Campaign kriegen, ich würde mehr Encounter kriegen und nee, das bringt ja noch nichts, weil sie der noch nicht hoch genug ist als Tactician. Also entweder ich hole mir jetzt mehr Encounter oder mehr Lucky Gold. Hm. Ich denke mal, ich nehme das hier. This crew sure is a lucky lot. With their unfaltering spirit, they always seem to find more gold than one normally would find. Fortune favors the brave. Also, diese Crew besteht natürlich aus lauter Glückspilzen. Mit ihrem ungebremsten Entdeckergeist scheinen sie immer mehr Gold zu finden, als andere Leute es schaffen würden. Das Glück lacht natürlich den Mutigen. So, jetzt sieht es natürlich ein bisschen scheiße aus, denn ich fürchte, ich werde es hier nicht mehr schaffen, irgendwas anderes zu besuchen. Oh Mann, weil ich so wenig Supplies habe. Und es ist hier noch nicht mal irgendwas Interessantes in der Gegend. Ach, das ist doch zum Kotzen. Ah, das ist doch scheiße. Ach je, das ärgert mich jetzt. Okay, ich glaube, ich mache das dann bis hier. Wieder nichts Interessantes, ja so ein Scheiß. Okay, hier bräuchte ich zwei Supplies, um hinzukommen und einen Supply, um den Tempel der Sachmet zu erkunden. Das ist jetzt so ein bisschen kacke, ehrlich. Weil ich will eigentlich den Endkampf jetzt nicht mit mega vielen Nachteilen beginnen, weil die Mädels, wenn sie nämlich nichts zu futtern kriegen, ein bisschen scheiße drauf sind. Oh Mann, das ist doch doof.
Aber ich würde schon gerne noch ein bisschen mehr mitnehmen. Ich meine, das war ja hier ein ganz cooles Encounter, aber hier war ja auch so viel. Ah, verdammt, ich hätte vielleicht einen anderen Weg nehmen sollen. Okay, ist zu spät. Ach, was soll's. Ein Ding machen wir noch. A group of Egyptians crosses your path. One of them seems to be a journalist who went to cover a story in the south. Now is your chance to impress these good people for a good story. Eine Gruppe von Ägyptern begegnet uns auf unserer Reise und einer von ihnen scheint ein Journalist zu sein, der wegen einer Story in den Süden unterwegs ist. Und das ist natürlich jetzt unsere Chance, diese Leute mal ordentlich mit einer guten Story zu beeindrucken. Und hey, ganz ehrlich, das ist ein Job für Yvonne, die diesen Journalisten eine coole Story erzählen wird. Impressive! With some well-placed compliments and a telling story, Yvonne convinces the journalist to write a big article on you. You can see it already. Yvonne leads explorers to uncover Egyptian secrets. Beeindruckend! Mit einigen gut platzierten Komplimenten und einer sehr schönen Geschichte schafft es Yvonne, den Journalisten zu überreden, einen richtig großen Artikel über unsere Entdeckergruppe zu schreiben. Und sie kann es jetzt schon sehen. Yvonne führt Erkunder und Entdecker an, um die ägyptischen Geheimnisse zu entdecken. Na, da freuen wir uns doch mal. Es gibt gleich 3 Kampagnen dafür. Super, und wir sind out of supplies. Das ist scheiße. Ah, Kiwi verliert ein wenig Grit, dann kann sie nicht mehr so gut ausweichen. Verdammt! Das ist doch kacke, okay. Aber ich denke mal, wir haben das Ende unserer sehr interessanten Reise erreicht. Aber ihr lieben Leute, da ich ein fieses Map bin, machen wir das erst in der nächsten Folge. Ich habe die letzten sowieso immer wieder fett überzogen. Insofern können wir uns auf den Supertempel in der nächsten Folge freuen. Ich hoffe, ihr guckt dann auch wieder rein, wenn wir uns hier in der ägyptischen Wüste vergnügen. Macht's aber gut bis dahin und tschö!